Mal schauen, ob ich mit einer Kamera herausfinden kann, was nachts im Keller vor sich geht. Das Problem war nur, ich hatte keine Kamera, die so lange aufnehmen kann. Aber ich hatte zum Glück noch eine andere Idee und ich habe ein Mikrofon genommen und in die Kammer gestellt. Das kann ich dann morgen früh anhören und anhand der Geräusche vielleicht was erkennen, weil eigentlich sollte es nachts in dieser Kammer keine Geräusche geben. Ich habe aber auch ein bisschen Angst vor dem Ergebnis. Stellt euch mal vor, ich finde raus, dass da wirklich nachts jemand drin schläft. Klar, sollte man so einer Person helfen, aber irgendwie wäre es auch mega gruselig.